75. Geburtstag hochleben lassen. Deshalb haben wir zur heutigen Feier eine kleine Runde von Ehrengästen eingeladen, vor allem auch Personen, die dich, Heidi, auf deinem Weg ein Stück weit begleitet haben, manche länger, manche kürzer. Schön, dass unsere gemeinsamen Einladungen von Skiclub, Heimatdienst und Marktgemeinde so viele Weggefährten von dir gefolgt sind. Und ein Dank an dieser Stelle natürlich an den Skiclub in Person Hans-Karl Bechteler, der dann nachher auch noch ein bisschen Musik machen wird mit Herrn Bogner zusammen, an den Heimatdienst, an Georg Wagner mit seinem ganzen Team, die für die Bewirtung sorgen, und natürlich auch an den Hans-Peter Wucher, der das alles ein bisschen initiiert hat, der die Idee auch dazu gehabt hat, dass man es ein bisschen größer machen könnte, und der natürlich auch fleißig mitorganisiert hat, so wie man alle kennen. Besonders begrüßen darf ich alle deine Geburtstagsgäste und darunter natürlich die bekannte Skiprominenz, die sich hier eingefunden hat. Ich gehe in alphabetischer Reihenfolge vor, dass ich auch ja nichts verkehrt mache. Und fange deshalb an mit dem Sepp Bär, langjährige Skilegende aus Sonthofen. Er ist da. Wo hockt er? Herzlich willkommen. Ich gehe jetzt durch, vielleicht können wir den Applaus dann aufsparen, wenn alle beieinander aufgezählt sind. Es ist da Karin Dädler-Feigele, auch sie wird vielen vom Namen her was sagen. Es ist ganz vorne am Tisch bei der Heidi Bibel die Irene Epple-Weigel, bekannte Skirennläuferin, uns allen bekannt auch ihr Ehemann, heute in Begleiterrolle, sonst oftmals die Hauptperson, heute in Begleiterrolle, Bundesfinanzminister AD Theo Weigel. Freut mich sehr, dass Sie hier sind, und Sie werden nachher noch, Sie kennen den Wagner Georg schon, er wird dann nachher noch auf Sie zukommen, weil in Ihrer Eigenschaft als Stiftungsrat der Firmenstiftung hat er sicher noch die eine oder andere Bitte an Sie, und das muss man ja natürlich nutzen, wenn dann der Herr Weigel schon mal da ist. Ja, dann ist unter uns Oskar Fischer aus Oberstdorf, langjähriger FIS-Funktionär. Genau, dann die Pamela Knautbär ist da, wo sitzt sie auch davon, auch bekannte Skirennläuferin. Konstanze Köpfröhrs aus Sonthofen, ebenfalls bekannt als Skirennläuferin, aber auch ganz bekannt als natürlich große Wirtschaftsunternehmerin aus Sonthofen mit ihrem Köpfröhrs AG. Ja, herzlich willkommen. Anwesend ist Gerhard Prinzing und Christa Prinzing-Drost. Und dann natürlich, und die vermisse ich jetzt allerdings noch, haben wir eingeladen, unsere Skirennläuferin Resel Schmid, geborene Bergmann. Sie hat ja im letzten September ihren 80er gefeiert. Sie hat sich ein Jahr angemeldet, kann man vielleicht kurz in der Nacht. Wäre natürlich schön, wenn wir auch unsere zweite Staufner, bekannte Skifahrerin, da gehabt hätten, aber vielleicht kurz in der Nacht. Darüber hinaus natürlich die beiden Ehrenringträger. Einmal, also neben dir, Heidi, du hast ihn ja heute auch an. Es gibt einen anderen Ehrenringträger, der ihn halt vergessen hat. Das ist der Pfarrer Dr. Netzer, den ich ganz herzlich begrüßen darf. Bei uns zwei oder bei uns drei auch bekannt als Don Giovanni. Wir haben ja miteinander schon eine schöne Romreise im letzten Jahr verbracht. Und dann natürlich den weiteren Ehrenringträger. Wir haben ja drei derer. Ist der Georg Wagner, der Vorsitzende vom Heimatdienst, der genau vor einer Woche auch seinen 75. Geburtstag gefeiert hat. Und auch dir nochmal einen herzlichen Glückwunsch, Georg. Ja. Ich grüße dafür auch die Vertreter natürlich vom Skiclub und vom Heimatdienst, unseren zweiten Bürgermeister auch Markus Geisler, unsere neue OTM-Chefin, die Heidi Taumeller, und von der Presse natürlich den Herrn Hörmann, der da ist. Ich darf ganz herzlich auch begrüßen deine Freunde und vor allem auch deine und meine neuen Nachbarn dann wieder, beziehungsweise auch meine alten Nachbarn. Freut mich, dass auch ihr
da sind. Und alle anderen, die ich jetzt nicht genannt habe, sind natürlich auch ganz herzlich begrüßt. Deine sportlichen Erfolge trugen wesentlich zum Bekanntheitsgrad unserer damals aufstrebenden Tourismusgemeinde bei. Der Olympiasieg war sozusagen die Initialzündung für die vom Skiclub Oberstaufen über Jahrzehnte durchgeführten ursprünglichen FIS und später dann die Weltcuprennen. Oberstaufen gilt als sportliche Gemeinde und du hast wesentlich zu diesem Ruf beigetragen. Wir sind stolz, eine Persönlichkeit wie dich in unseren Reihen zu haben. Liebe Heidi, ich darf dir persönlich, aber auch im Namen des Marktes Oberstaufen ganz herzlich zu deinem 75. Geburtstag gratulieren. Und dir und deinem Mann Bora für die Zukunft alles Gute wünsche. Bleibet uns noch lang so frisch und munter und so sportlich und fidel, dass wir noch viel von euch haben. Alles Gute, liebe Bora. Zumindest einen Blumenstrauß und ein kleines Schreiben von der Marktes Oberstaufen und die Ehrung. Die nächste, die wir haben, gibt es halt einmal da. Wir. Und das sind halt doch Erinnerungen und dass du dann dich bereit erklärt hast, all deine Medaillen, Diplome, alles was du gekriegt hast, dem Museum zur Verfügung zu stellen, das ehrt uns natürlich ganz besonders. Aber wir haben das mit einer großen Freude wahrgenommen, weil wir werden ja diese Erinnerungen weitergeben.